erkunde die Zelle. Ja, das ist ja nicht so toll gelaufen. Ich muss noch mal eben einmal ganz kurz in die Einstellungen. Und zwar würde ich gerne bei den Audio einmal die Lautstärke von den Dialogen noch ein bisschen höher drehen. Funklautstärke mache ich auch höher. So, genau. Der Rest, der kann so bleiben. Damit man die Stimmen ein bisschen besser hört. Okay, wir wurden jetzt einfach hier eingewiesen, ja? Sagst du? Das ist natürlich nicht sehr schön. Wir haben gar nichts mit der zu tun. Oh, was ist das denn? Das ist die Spieluhr, die wir gesehen haben auf der Straße. Hallo Max. Achtung! Sicherheitspersonal sofort im Hauptblock melden. Dies ist keine Übung. Na toll. Bewahren Sie Ruhe. Es gibt nichts zu befürchten. Davon bin ich überzeugt. Was zur Hölle? Ja, stimmt das nicht. Oh, wir haben auch keine Haare mehr, ne? Kann ich nicht einfach in der Zelle bleiben? Mir ist übrigens aufgefallen, die Lückensynchronität stimmt auch nicht so ganz, ne? 4. Und der Text unten stimmt auch nicht mal ganz mit dem, was sie sagen. Oh mein Gott. Oh Gott, was ist denn hier los, Alter? Ja gut, dann müssen wir wenigstens nicht so lange absitzen, ne? Sicherheitssysteme offline. Bleiben Sie in Ihrer Zelle. Selbstdiagnose initiiert. Was? Achtung. Ich guck mich ein bisschen um, ne? Alle Eingreiftruppen sofort mobil machen. Das sieht alles nicht so gut aus. System offline. Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist passiert, nachdem wir ohnmächtig waren? Hey, alles in Ordnung? Okay. Scheint nicht so gut zu gehen. Sicherheitssysteme offline. Bleiben Sie in Ihrer Zelle. Sicherheitsprotokoll P301. Achtung! 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 Anomalie erkannt. Hey, Lula! Von unten! Pilot! Pilot! Ja! Ja! Ja, nerv doch nicht! Mann! Was zur Hölle geht hier vor? Ich weiß nicht, was hier vorgeht. Mein Schiff ist abgestürzt. Ich bin hier gelandet und als ich aufgewacht bin, war es so. Aber weißt du, du bist Pilot, oder? Hä? Ich bin schon mein halbes Leben hier drin. Ich kenne mich aus, ich habe einen Fluchtplan. Wenn du mir hier raushilfst, helfe ich dir, okay? Benutz das, um den Kontrollraum auf der anderen Seite der Brücke zu kommen. Dort kannst du meine Zelle öffnen. Ich bin Luis Elias. Jacob. Nicht den Kopf verlieren, Jacob. Kannst du dein Leben retten? Okay, harte Zeiten. Und lass klingeln. Überquere die Brücke zum Kontrollraum. Ja, ich gehe erstmal hier gucken. Wir waren nochmal rennen, so, ne? Ich habe die Renntaste schon wieder vergessen. Boah, das Feuer sieht aber irgendwie cool aus, muss ich sagen. So. Das ist alles nicht gut. Das ist alles überhaupt nicht gut. Ich freue mich schon auf die Tode. Es soll ja so viele Todessequenzen geben, ne? Von dem Spielcharakter. Ich bin da sehr gespannt drauf. Wird geflohen.
Ich meine, wir wissen ja, worauf wir uns einlassen, ne? Na, dann wollen wir mal. Achso. Hab noch einen! Was? Aua! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bam! Nee. Nee, sehe ich nicht. Bam! Tschüss! Du oder ich, genau. Oh fuck! Ah, Fleischwunde! Okay, das mit dem. Oh Gott! Alter! Das mit dem Ausweichen und so, boah, das muss man doch erstmal üben. Weil du genau wissen musst, wohin der schlägt. Hui! Das muss man aber erstmal ein bisschen üben. Das wird ja lustig. Gott, oh Gott, oh Gott. Zellen offen. Das sollte ja reichen. Geht's wieder zurück zu ihm, oder wie ist das? Gibt's hier keine Waffen oder so? Ich brauche eine Waffe. Was? Und wo kommt das? Ganz toll. Nahkampfangriffen ausweichen. Halte den linken Stick nach links oder nach rechts gedrückt, bevor der Gegner angreift, um ihn auszuweichen. Es gibt kein Zeitfenster. Halte einfach nach links oder rechts gedrückt, bevor dich der Gegner trifft. Okay. Um eine Serie von Nahkampfangriffen auszuweichen, halte den linken Stick in eine Richtung, bevor der Gegner angreift. Wechsel dann, um den linken Stick in die andere Richtung zu halten, und wechsel hin und her. Was nochmal? Um eine Serie von Nahkampfangriffen auszuweichen, halte den linken Stick in eine Richtung, bevor der Gegner angreift. Wechsle dann, um den linken Stick in die andere Richtung zu halten, und wechsle hin und her. Weiche niemals mehr als einmal in die gleiche Richtung aus. Andernfalls wird die Sequenz abgebrochen. Oh Gott, das muss man erstmal. Puh, okay. Das ist ja, das ist wieder spaßig. Ich schätze mal, wir müssen zurück zu ihm, ne? Ich hoffe, die Brücke fällt nicht zusammen. Jacob, jo. Hier drüben! Das Tor geht nicht, die Konsole reagiert nicht. Da war was, hat mich angegriffen. Oh, und das war sicher kein Mensch. Was redest du? Ich weiß, was ich gesehen habe. Der Ort macht einen verrückt, aber das ist eine Chance. Was immer du gesehen hast, ist nur noch ein Grund abzuhauen. Siehst du den Wachturm? Ja. Das ist unser erster Halt. Wir treffen uns dann. Wie? Der Aufzug ist da. Fahr hoch zur nächsten Ebene. Ich melde mich. Verstand. Okay. Finde den Aufzug. Ich frage mich, ob es hier... Was? Ah, da hinten kommt einer. Ich frage mich, ob es Collectibles gibt, also so Sammelitems. Oh Gott, diese Soundkulisse, ne? Oh. Ja.
Ist er tot? Ich glaube ja. Okay, das Aufzeichnen hat nicht so gut geklappt. Auf Leiche stampfen. Nachdem du einen Gegner besiegt hast, drücke die Dreiecktaste, um auf seinen Körper zu stampfen und Gegenstände zu erhalten. Hebe alle Gegenstände auf. Okay. Ich muss ihn erstmal sehen, wo der ist. So, Mann. Ja, Mann. Der hat da was im Sack liegen. Callisto-Credits. Das geht nicht. Boah, Alter, die Soundkulisse ist aber schon heftig, ne? Also, zumindest über Kopfhörer. Ich weiß nicht, wie das so rüberkommt, wenn man das einfach so irgendwie guckt über Lautsprecher. Jacob, hörst du mich? Ja, wie? Ermöglicht 2-Wege-Funk mit deinem Chor. Wenn man so lange hier ist, schnappt man ein paar Tricks auf. Ah, du hast es zum Transportlift geschafft. Fahr runter und such auf dieser Ebene den Aufzug. Okay. Alter, sorry, aber ganz ehrlich, wie laut jetzt einfach die Funkgerät-Lautstärke war. Heftig. Wie bei Dead Space, man sieht es total, dass ein Entwickler bei war. Ja, natürlich, klar. Selbstverständlich. Ordentlich Klopapier. Wenigstens das Klopapier ist noch da. Oh, da geht's zur Kantine. Oder sind wir hier schon? Was? Ein Power Snack. Ja, geil. Oh, wie cool. Ich muss leiser machen, da es sehr laut ist. Okay. Soll ich es ein bisschen leiser machen, generell, oder? Also, ich mach's mal hier nochmal ein bisschen leiser. Warte. So dürfte es, glaube ich, jetzt ein bisschen angenehmer sein. So. In der YouTube-Aufnahme werde ich das noch anpassen alles, ne? Also, für YouTube. So, das wird auf YouTube kommen. Ich weiß noch nicht wann. Wahrscheinlich irgendwann erst nächstes Jahr. Oh Gott. Oh Gott. Geh doch tot, Mann. Geh endlich tot. Oh, Leben. Okay. Ach, wir waren in der Kantine. Okay. Was haben wir hier? Oh, Gesundheitsinjektor. Nice. Gesundheitsinjektoren suchen nach an Wänden montierten Kästen, die einen Gesundheitsinjektor enthalten. Gegner können Gesundheitsinjektoren fallen lassen und sie können auch in Beutekisten gefunden werden. Drücke die Untentaste, um schnell einen Gesundheitsinjektor zu verwenden. Sie füllen die Gesundheit wieder auf, aber verwende sie mit Bedacht, da du während des Injektorvorgangs angegriffen werden kannst. Gesundheitsinjektoren können auch über den Inventarbildschirm verwendet werden. Okay. Alarm! Sicherheitssysteme offline. Bleiben Sie in Ihrer Zelle. Netzwerksignal verloren. Achtung! 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 Deine Stimme etwas lauter. Ja. Sie werden gehorchen. Da ist der Fahrstuhl. Elias, mit dem Aufzug stimmt was nicht. Ich fahr runter, nicht drauf. Verdammt, das bringt dich zum Isolationstrakt. Du erreichst den Wachturm trotzdem, dauert nur etwas länger. Aber sei vorsichtig, da unten verwahren sie die völlig durchgeknallten. Toll. Und genau da lang müssen wir, durchqueren den Isolationstrakt. Oh, das wird ja lustig. Alter, die Soundkulisse. Da war er weg. Gut, 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 gut.
Das sieht alles nicht sehr gut aus hier, wenn ich das mal so sagen darf. Wer ruft denn da? Ja, ich bin hier. Hallo? Ich habe keine Angst. Auch wenn es hier so ein Blitzlichtgewitter gibt. Wo geht's hier zur Disco? Das Stroboskoplicht ist an. Noch mache ich lustige Sprüche. Jacob. Was? Das war strange. Da hat einer von rechts gerufen, aber da ist hier niemand. Energieumwandler. Was macht der? Wertvolle verbotene Gegenstände können für Credits verkauft werden. Gameplay-Tutorial-Tipp. Aha. Wir werden so sterben. Ich weiß das jetzt schon. C1, gehen wir doch mal gucken. Jawohl, kannst du Credits? Geil. Aber er hat wenigstens versucht, so ein Truckernest zu bauen, ne? Klopapier auf der Brille, wer kennt's nicht? Bei fremden Toiletten. Erstmal so ein Truckernest. Oder bei öffentlichen Toiletten. Kommen wir hier rein? Oh, tatsächlich. Wir haben auf jeden Fall irgendwelche Stimmen im Kopf. Was? Retween? Oh, da ist eine Kiste. Wie kann ich die öffnen? Kann ich die aufmachen? Nee, anscheinend nicht. Nee, Geruchsspiel möchte ich nicht. Na dann. Hallo. Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich würde sagen, ich bleib mal von diesen Bodenluken fern, ja? Boah, ich muss sagen, der Sound ist echt geil. Hey, Callisto-Credits. Sind irgendwelche Pillen drin? Oh, Moment. Ah, oh, ich glaube, ich weiß. Komme ich da nochmal hin? Weil du gerade sagst, Tipp. Nein, 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 nein. Du sollst rennen. Komme ich da nochmal hin zu der Kiste? Oh, warte mal, da fällt mir nämlich gerade was ein. Moment. Warte. Warte, 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 warte. Ja, alles klar. Gut, aber danke, Slippert. Danke für den kleinen Hinweis. So. Wusste doch, damit konnte man irgendwas machen. Geht das hier auch? Das geht nicht. Hier? Nee, okay. Mann, ich will nicht mehr. Mann, 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 Mann. Ich will nicht mehr spielen. Entschuldigung. Ich nehme ein bisschen die Atmosphäre raus. Ich weiß, Entschuldigung. So, also jetzt aber. So, jetzt wollen wir mal gucken. Der kommt doch bestimmt wieder, oder? Da ist doch schon hinter uns einer, oder? Waren wir da schon drin? Hör ich gerade sie? Ist offen? Oh, hier ist aber nix. Okay. Gut. Oh, was ist das denn? Ja.
Oh, Scheiße, Alter. Einer meiner Kumpel. Ich kenne ihn schon seit Jahren. Er war so ein Ding. Hat mich angegriffen. Alles okay? Nein. Nein, aber ich musste ihn töten. Es töten. Was zur Hölle geht hier vor? Keine Ahnung. Irgendein Ausbruch. Gesundheitsinjektor und 50 Callisto-Credits. Sehr nice.